So, guten Morgen, Knas, RDLP hier und willkommen zu einem neuen LP und zwar dem Quarantäne-Simulator. Ja, mal gucken, ob das noch eine größere Grütze wird als der Toilet-Management-Simulator. Ich glaube schon, denn in dem Spiel geht es darum, ja, in Quarantäne zu sein wegen Corona und man muss in seinen eigenen vier Wänden surviven und das kann ja eigentlich nicht so schwer sein, aber ja, wir gehen jetzt einfach mal ins Spiel rein, hamstern genug Klopapier und Nudeln und dann läuft der Laden. New Game. Click the My Sword Button. Okay, ich überfliege das kurz. Next. This is the character needs. You have to keep them high. Ah, ne, ich muss schon wieder hier alle 2 Minuten wie im Streamer Life Simulator auf die Toilette gehen. This is Player Resources. Okay, und man hat Geld. Irgendeine Kryptowährung. Ist ja gar nicht dubios. Ich kann Sport treiben, um Gewicht zu verlieren. Also ganzen Tag Seilspringen im Wohnzimmer, super Sache. Oder Sit-Ups, Junge. You can use coins to buy movies or books. Ja, Harry Schnotter lese ich ganz bestimmt nicht. Harry Router, Future Drama. Oh, es ist schon wieder so ein gutes Spiel. Don't forget to save the game. Use the icon when you save the game. Okay, next. Choose a career. Alter, ich kann sogar krasser Blogger werden. So survived man die Corona-Zeit. Einfach genug Klopapier hamstern und Bier hamstern, nicht vergessen. If your character contracts the COVID-19, regulates his temperature. Okay. Oh mein Gott. If you will ignore the Temperatur needs or don't sleep at night, your character will eventually die. Ja, eine Nacht wach auf Monster Energy und ich verreck direkt. Okay. Also wir können auch gesundes Essen kaufen. Wir legen einfach los. Was zur Hölle? Das Spiel dramatisiert das etwas über, habe ich das Gefühl. Oder es. Nee, ich glaube, es nimmt sich einfach selber nicht ernst. Ja, let's go. Ich will surviven. Ja, Green Hell und die ganzen Survival-Spieler, die kannst du in die Tonne kloppen. Das hier ist der echte Survival-Klassiker. Okay, ich muss skippen anscheinend. Das lädt nicht automatisch. Das macht schon mal einen guten Eindruck. Oh Mann, Erde. 4 Euro hat das wieder gekostet. New cases of COVID-19 were registered this week. The country is providing 1 week's quarantine. Please stay home and stay safe. Okay, das ist ja viel zu laut. Das ist zu leise. Das ist zu laut. Das passt. So, wie laufe ich denn? What? Game saved? Was? Man kann nicht laufen? Willst du mich verarschen oder was? Okay, ich kann tatsächlich nicht vorwärts laufen. What the? Ich kann. Ich muss das alles, nicht im Ernst, ich muss das alles einzeln anklicken. Oh mein Gott, das ist mein Wohnzimmer, das ist meine Badewanne. Sehr schön. Richtig gut eingerichtet habe ich das. Passt farblich, alles zusammen, 1A, gar nicht kunterbunt. Sehr schön. So, ich habe anscheinend irgendwelche Quests, das seht ihr hier auf Q. Quests, 35. Okay. Was muss ich jetzt machen? Stay alive for 10 days? Ja, das kann ja wohl nicht so schwer sein. Ich meine, ich bin hier ja jetzt nicht im Kriegsgebiet unterwegs. Buy 100 Toilet Paper. Oh mein Gott. Wie viele Quests sind das bitte? Willst du mich komplett verarschen? Was heißt das? Epic? Ich muss was im Garten anpflanzen? Oh mein Gott. Wie, das ist das komplette Spiel? Ich muss einfach nur surviven in meinen vier Wänden. Ja, dann nehmen wir erstmal ein wohltuendes Bad, würde ich sagen. Ja, hier. Take a bath. Man gönnt sich ja sonst nichts. Das tötet die Viren ab, Leute. Ja, hier kann man sich noch richtig Gesundheitstipps holen. Willst du mich jetzt verarschen, oder was? Game saved? Oh mein Gott. Das ist vielleicht eine Grütze. Dann chillen wir uns erstmal auf die Couch hin. Nap? Ja, wir schlafen erstmal. Leute, immer schön schlafen und so weiter. Das lädt die Batterien wieder auf und stärkt das Immunsystem. Ja, was ein tolles Spiel hier. Super, kann ich jetzt einen Film angucken? Den muss ich erst dann locken. Und auf Future Drama habe ich jetzt gerade nicht so viel Bock. Oh Gott, ich muss auf die Toilette. Seht ihr das? Ich verreck schon. Ja, scheiße.
Need to take a super bath. Ich muss erstmal die Toilette finden, du Hans. Wo ist denn meine Toilette? Hallo, wo ist mein Klo? Das ist der Kühlschrank. Okay, ich muss erstmal was essen. Okay, Hunger ist wieder am Start. Also nicht mehr am Start, meine ich. Ja, wo ist denn mein Klo? Hier ist mein Klo. Use Toilet. Oh Gott, das kostet 10 Toilettenpapier. Die Soundeffekte sind aber 1A. So, ich muss ein Super Bath taken. You need to take a Super Bath. Ja, ich versuch's ja. Take a Super Bath. Alter, der Sound ist wieder zu laut. Oh, geile Beats hier. Von Rappers Inn oder so. Super Sache. Da haben sie sich richtig Mühe gegeben. Ja, wie kann ich denn Toilet Paper kaufen? Programmer. Wir werden Blogger, Leute. Low Quality Product Overview. Machen wir einfach mal das hier. Oh Mann, ich werde sowas von verrecken. Ich schaff's nicht, in meinen eigenen 4 Wänden zu überleben. Ich habe schon wieder Hunger, es ist ja super. Ich weiß hier überhaupt nicht, wo ich hin muss. Wie komme ich denn zum nächsten Einkaufsgeschäft? Wobei, ich darf ja gar nicht ins Einkaufsgeschäft. Wie soll ich denn was holen, wenn ich das gar nicht holen darf? So, ist immer noch zu laut. So, jetzt passt. Ja, ich habe immer noch Hunger. Dann mach doch einfach das hier. Full Dinner. Let's go. Warum geht denn das jetzt nicht? The smell is killing me. Oh mein Gott. Health ist schon wieder fast unten. You need to take a super bath. Warum denn? Ich check das Spiel überhaupt nicht. Oh mein Gott, ist das eine Grütze. 4 Euro habe ich für diesen Scheiß ausgegeben. Oh mein Gott. Wie gehe ich richtig ins Bett? Ich mache jetzt keinen Super Bath, das ist viel zu teuer. Ich gehe jetzt erstmal pennen. Oh, ich habe eine Katze. Oh, ist das süß. Oh Gott. Das war das Highlight vom Spiel, ich sag euch das. So. Night Sleep. Also den ersten Tag haben wir erfolgreich überstanden. Das Ding ist halt, ich weiß überhaupt nicht, wie man die Bude verlässt, aber das darf ich ja auch gar nicht. Aber wie soll ich da mein Toilet Paper kaufen, du Hans? Ist ja mal voll die Grütze hier. Ja, toll, ich hab Geld. Bye. Was soll ich denn damit? Nein, was soll ich damit? Ich will Toilet Paper kaufen. Und Essen muss ich auch noch kaufen. You need to take a super bath. Ja, das können wir uns sogar nochmal leisten. Gar kein Problem hier. Oh, ist das kompliziert. So, erstmal auch nochmal aufs Klo. Ey, Alter. Was ist das denn für ein Spiel? Das ist bisher die größte Grütze, die wir gespielt haben. Und ich habe einiges gespielt. Warum muss ich schon wieder aufs Klo? Ich war doch gerade erst. Wow, das kostet 60 Dollar. 5 Klopapierrollen. Willst du mich wohl verarschen? Oh Mann, ich verreck, Leute. Oh Gott, ich bin total überfordert. Ich schaff's nicht, in den eigenen 4 Wänden zu überleben. Ey, es ist so gut. Das ist ein so gutes Spiel. Kauft euch das unbedingt nicht. Alter. Ach so, das muss ich mir hier kaufen. Ich muss schon wieder dieses Super Bath taken. Oh, Mann. Und mein Hunger ist überhaupt nicht weg. Ich brauche diese Dinner. Das ist Full Dinner, oder was? Ja, jetzt habe ich das gekauft. Das wollte ich gar nicht kaufen. Diese Kaugeräusche, Junge. Junge. Ich kann nur dieses kaufen. Die anderen Sachen kann ich gar nicht kaufen. Cash completed. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Oh mein Gott. So, ich take jetzt erstmal das Super Bath. Oder nehme ich mal einfach das normale. Könn mich mal. Okay, das ist echt das schlechteste Spiel, was ich je gespielt habe. Und das soll was heißen.
Die Toilette lädt sich auch einfach nicht auf. Ach so, ich muss mal richtig einen reinsetzen. Ah. Okay. Das macht natürlich Sinn. So, dann gucken wir uns jetzt doch noch einen Film an. Komm, wir gucken uns Harry Schnotter an. Oder nee, das ist kostenlos. Ja, ich will es vielleicht sehen. Wow, das war alles. Ich dachte, ich kriege jetzt einen Film zu sehen. Ja, was habe ich denn erwartet von diesem Spiel? It's getting late. Use the bed in the bedroom. Ja, gut. Oh mein Gott. Your health and safety are very important for us. Ja, ja. Ich bin fast am Verrecken. Oh. You need to take a super bath. Schon wieder. Ey, das ist ja wohl der absolute Witz hier, das Spiel. Oh mein Gott. Naja. Wir machen einfach weiter mit dem Programm. Gibt's hier was? Okay, das bringt ja noch mehr Geld. Was ist los? Warum? Willst du mich verarschen? Bin gestorben? Warum? Habe ich mich totgearbeitet nach 2 Tagen Quarantäne oder was? Willst du mich komplett verarschen? Oh mein Gott. Leute, ich mache das Spiel auf jeden Fall nochmal. Und dann versuche ich diese 10 Tage zu surviven. Und danach gebe ich das zurück. Ich will mein Geld zurück. Naja, das wär's fürs erste Video. Ich bedanke mich, RDLP. Oh Mann.